Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier auf Eladen in diesem Kettlager. Oder Kettposten, was immer das hier ist. Wir wollten uns hier nochmal umschauen, richtig. Auf jeden Fall liegen hier die Trümmer von dem abgestürzten Kettschiff rum. Ja, und wir hatten ja auch ein paar Feinde, mit denen wir kämpfen durften. Ja, das werden wir uns mal angucken. Und zwar haben sich die Ketter gegenseitig bekämpft. Was ganz interessant ist, das haben wir eigentlich bisher noch nicht erlebt. Stimmt's? Ich verstehe zwar nicht, warum ich jetzt Reliktforschungsdatenpunkte kriege, aber das ist ein Cat-Datenpad. Vielleicht gibt uns das Aufschluss über einige komische Sachen hier. Hast du es gesehen? Nein. Gut, macht nichts. Du guckst mal in die falsche Richtung, macht auch nichts. Ich schätze, irgendwann wirst du drauf stoßen. Da ist es. Nehmen wir das hier, bis wir ein anderes finden. Genau. Was ist das? Ja. Vermutlich ein Datenloch der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Tatsächlich. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Das hatte ich noch nie aufgehalten, oder? Ja. Seit wann lässt du dich von einer einfachen Sperre aufhalten, Sam? Na los, hack das Ding. Pathfinder, das ist keine einfache Sperre. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Ruby findet vielleicht eine Lösung. Mensch, das gefällt mir aber nicht. Nö, aber Ruby vielleicht. Ja, mag sein. Ist doch eine Herausforderung für Sie. So, mehr ist hier erstmal nicht zu sehen. Gehen wir mal drumherum. Ich dachte immer, bei dieser Uneinigkeit der Truppe, da handelt es sich auch bei uns, also das um unsere Truppe mehr oder weniger. Sind ja auch nicht alle derselben Meinung hier. Ja, auf wen sich aber die Uneinigkeit bezieht? Das könnte sich jetzt beziehen? Wohl auch auf die Cat beziehen. Guck, da hinten ist wieder, falls du nachladen musst, ist da hinten nur Munition. Aber ich glaube, du hast schon nachgeladen. Ich glaube, ich habe... Ja. Aber ich kann ja mal gucken, wenn ich es wiederfinde. Da. Ja. Ja, dann nehmen wir das. Ja, du hast schon. Gut. Ich habe jetzt nachgeladen. Ja, dann ist es hier erstmal. Da war da ein Behälter eben? Ja, da ist ein Behälter, ja. Na, ein Gott. Dichtmittel. Na toll, das ist ungefähr so wie, vergessen wir es. Aber das sieht aus, als wäre es nicht mehr ganz dicht. Ja. Na schön, ich glaube, das war es hier erstmal. Jo. Wir haben hier auf Eladen auch, glaube ich, die Sache mit Little Mouse, aber weiß gar nicht, wie wir da an weitere Informationen rankommen. An weiterreichende Informationen, sodass wir hier irgendwo mal so... Ich nehme an, da müssen wir noch mehr Datenpads finden. Frage ist nur, wo findet man die? Ja. Na gut, wir haben zwei Sachen abzuliefern auf der Nexus, eine auf der Tempest. Ja, wir haben die Biologiedaten und die Geodaten abzuliefern auf der Nexus. Wir haben die, also die Pflanzendaten, das Erinnerungsfragment. Ja, haben wir. Und ansonsten müssen wir hier eigentlich nur mehr auf der Tempest mit Sui reden. Ja. Ob sie da was machen kann. Zusammen mit Sam entschlüsseln. Die haben sich nicht rasiert. Hast du gesehen? Die Wanzen sehen so unrasiert aus. Die haben was? Unrasiert sehen die aus. Hast du gesehen? Ja, die haben immer schon unrasiert ausgesehen. Eben. Sind ganz und gar nicht zivilisiert. Nee. Sind doch Wanzen. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Ja, wirken auch. Wirken nicht sie immer nur noch. Nur fast. Ja. Wir wissen kaum was über sie. Ja. Es gibt noch viel, was wir über die Funktionsweise ihrer Gesellschaft nicht wissen. Die Sachen, die sie mitgebracht haben, werfen vielleicht etwas Licht auf diese Fragen. Und da wir gerade davon reden, dieses Gerät, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben...
Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Ach. Also wie ein Fingerabdruckscan. Nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Ich muss einen Cat einfangen, ist ja gut. Ja. Also, ja, einen von den vielen Cat. Finde ich zufällig den richtigen, oder was? Ja, genau. Ein genetischer Code eines Cat? An sowas kommen wir nicht ran. Zum Glück gibt es eine andere Lösung. Aha. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Wir haben natürlich Zeit für sowas immer. Klar. Ja. Gibt's was Neues? Pibi, Relikte. Aha. Naja, der wäre gelb bestimmt begeistert. Aha, Jor kann es also. Aha. Mhm. Ach. Pieps. Na gut, dann über sie jetzt halt Pieps. Ist ja noch kürzer. Ja. Hallo Pieps. Wenn wir schon da sind, können wir ja mal gucken. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Na, Pieps? Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Ich lasse den mal in Ruhe. Hm. Ja. Danke für das Gespräch. Tschüss. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Genau. Darauf können Sie wetten. Pieps. Okay. Der da. Sind immer so schön kitzlig. Warum hast du den gekitzelt? Wie macht man das? Tja, ich kann das. Hallo Jack, so. Alles okay? Kannst du ihn ja mal ansprechen. War schön, mit dir geredet zu haben. Na? Ich glaube nicht, dass er viel zu erzählen hat. Wir reden später weiter. Kurzgeschichten. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich schätze mal, wir haben jetzt keine. Du hörst die Kriegsgeschichten ja so gern. Hm. Ja, nee. Na schön. Aber hier gibt's ja die ALP-Punkte, die können wir uns abholen. Milchstraßen. Können wir immer brauchen. So. Gut. Hallo, Joel. Hat bestimmt auch nichts zu vermelden. Mal guten Tag sagen, mehr hat er wahrscheinlich auch nicht. Immer gerne, ich rede immer gerne mit Ihnen. Danke, war eine nette Unterhaltung, tschüss. Brauchen Sie etwas? Ich kann unterbrechen, was ich gerade mache. Nö, ich muss sowieso gehen. Nö, lass dich bis nicht später, aufhalten. Genau. Bleib stark, Liebling. Naja, immerhin sagt er, bleib stark, Liebling. Ja, und das ist ja schon fast geduzt. Brauchen Sie etwas? Ja. Egal. Warum ist der Aufzug wohl immer unten? Der ist nicht immer unten. Der war vor kurzem bei Doch, der oben. Wenn ich runterfahre und dann über nein, die Leiter hochgehe, immer ist, absolut ist er immer unten. Also, und nein, das mache ich nämlich meistens genau so. Ich fahre mit dem Aufzug runter. Na klar, im letzten Auto unten. Gehe über den Leiter wieder hoch und dann wundere ich mich, dass der immer unten ist. Das haben wir schon festgestellt. Ja. So, Lexi, mit dir sollten wir Erzähl reden. Mal. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt! Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enwar. Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Jahre. Wow! Nee, doch nicht. Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Das könnte gefährlich sein. Ja. Gefährdet das unsere Sicherheit? Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab, verletzt das Protokoll
Wer missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Tja. Jemand hat es auf den Archon abgesehen. Ich würde sagen, das können wir ausnutzen. Sie wollen doch nicht etwa irgendeine Vereinbarung treffen? Das weiß ich noch nicht. War das der gesamte Inhalt der Übertragung? Anscheinend ist es immer dasselbe. Es wiederholt sich. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Aber ja doch. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Mhm. Ja, das könnte auch eine Falle sein. Das könnte so auch eine Falle sein. So raffiniert aufgebaut, damit wir auch anbeißen. Na schön, dann haben sie so auf jeden Fall... So werden Spione eingeschleust. Dann haben sie auf jeden Fall einige ihrer eigenen Leute abgemurkst. Aber so wie die sind, würden sie die ja auch ganz locker opfern. Ja. Wenn es einem bestimmten Zweck dienen soll. Also wieder runter auf Eos. Naja, ich weiß nicht. Wo gehen wir jetzt gleich nach Eos? So können wir machen. Ja, können wir machen. Nicht wieder, wir waren ja also naja, vorhin auf Eladen. Naja, nicht lange Zeit da. Ist noch nicht so lange her. Oder wollen wir erst zur Nexus gehen? Ich würde sagen, wir schließen die Sache erstmal mit der Nexus ab, mit den beiden Sachen ab. Ja, waren ja nicht nur zwei beiden. Sachen, es waren noch irgendwas, oder? Oder waren es nur die beiden Sachen? Du wolltest aber auch noch das Erinnerungsding. Das ist ja halt Erinnerung, das ist auf der Hyperion oder so. Ja. Die drei Sachen machen wir da. Gut, die beiden Wissenschaftler sind sowieso im selben Raum, das ist kein Problem. Das geht schnell und dann gucken wir uns mal an, was für Erinnerungen wir noch eingefangen haben. Mich interessiert das schon. Mich interessiert das schon, was da noch ja, weiter klar. los ist. Die Sache mit dem Wohltäter interessiert mich auch. Immer noch da. Wie schön. Und dann kommen wir ja nach Eos. Genau. Bin ja neugierig. Und runter. Oder hoch. Ich sag immer runter, aber wo ist hier unten und oben? Ja, das stimmt. Aber es ist automatisch so. Wenn wir über etwas stehen oder meinen, wir stehen da oben drüber, dann gehen wir halt runter. Naja, und da ist irgendwo der Himmel ist und das andere ist irgendwie für uns auch irgendwas ja. so wie Erde. Dann, ne? Ist ja doch alles dreidimensional verstreut. Letztlich, ja. So. Der Pflanzenphysiologe, der ist ja wohl bei der Hydrokultur. Ja, stimmt. Du hast recht. Und der andere Wissenschaftler ist ja da irgendwo drin, na, weiß der Teufel wo. Hast du irgendwelche Dinge? Nee, hast du nicht. Oder doch, du hast ein Ziel. Welches ist dein Ziel? Mein Ziel ist die Nexus. Gut. Zusätzliche ja, Hydrokulturen. Genau. Aber da weiß ich ja, wo die sind. Ich spreche jeden Tag mit meinen Angehörigen. Sie sollen kaum glauben, was ich Ihnen alles zu erzählen habe. Nee, du hattest doch so einen Stern oder hast du das nicht gemacht? Hast du es nie aktiviert? Ich hab die doch aktiviert, dachte ich. Dachte ich auch.
Aufgabe, ja. Bepflanzung. Und dann gehen wir doch noch mal so ein bisschen zu. Dann ist das vielleicht der da unten. Ja, die sind sowohl unten als auch oben, die Hydrokulturen. Ich hatte einfach etwas anderes erwartet. Führende Wissenschaftler rätseln weiter. Ja, aber nix. Da ist er, Dr. Kent. Ja, warum wird der nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Gern geschehen. Pathfinder? Mehr sagt er nicht. Nee, mehr sagt er nicht. Wer ist denn hier? Vorne ist hier. Wundert mich schon, Kogana, der hier rumsteht. Pathfinder, haben Sie das hier schon gesehen? Wie grün alles ist. Dr. Camden war eine enorme Hilfe. Ich nehme an, Sie kennen Vaughn. Er scheint sich gut eingelebt zu haben. Vaughn ist ein Freund. Hey Vaughn, schön, Sie in Ihrem Element zu sehen und nicht eingesperrt in einer Kiste. Sie werden allen davon erzählen, nicht wahr? Nein. Mit den Möglichkeiten hier kann ich wirklich etwas bewirken. All das krankheitsresistente Saatgut, das ich... Moment mal. Was haben Sie? Wo? Entschuldigen Sie uns, Pathfinder. Ach, jetzt wird er hellhörig. Ja. Vorhin war er noch gar nicht so richtig interessiert. Nee. Du hättest vorher schon mal mit Vaughn sprechen sollen, du Camden, du. So, mal sehen, ob wir jetzt hier mehr kriegen. Ja. Ja. Ja, da. Ja, hier. Ja. Okay, ja. Wir haben sogar mal wieder eine Markierung. Ja, es war komisch vorhin, ne? Ja, es war keine Markierung da. Die Bauarbeiten und ich kann es kaum erwarten, auf einen Außenposten versetzt zu werden. Oben. Der ist oben. Ich spreche jeden Tag mit meinen Angehörigen. Der arme Ten ist so überbeschäftigt. Naja, der muss bestimmt eine Menge tun. Der ist hier im Labor. Ja, wo auch die Aridana wohnt. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team diskutiert, wie Sie nach Meridian kommen. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ah. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Wenn Sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Aha. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Mehr brauche ich nicht. Ja, genau. Das könnte uns genau den Vorteil bringen, den wir brauchen. Der Rest liegt dann bei Ihnen. Schon klar, wir handeln aber gegen den Willen der Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. Dachte ich mir. Na schön, ja, richtig. Hier sollten wir sowieso hin. Ja, ich weiß. Zu den anderen Pathfindern. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Gut. Nur, dass wir nicht bezahlt werden. Dann gehen wir es an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Als erstes müssen Sie die Ghoststorm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. Viel Glück. Na schön. Danke. Gut, ich hoffe, dass die Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Na gut, wir werden erstmal mit dem Lucan sprechen. Chief Lucan. Sprich mit uns. Na, du musst die richtige... Von der Seite darüber nicht, kann aber ich nicht hier. Spekulieren, Professor. Ja. Wir sollten damit rechnen, dass die Cat auch aus Technologien der Initiative lernt und sie einbinden hier, werden. Hier, wie versprochen. Ihr Beraterhonorar plus Spesen. Quatsch, viel Spaß wieder damit. Alle durcheinander. Ja. Sam, du könntest ruhig ein bisschen höflicher sein. Ich lade neue Scan-Daten runter. Gut. Aha.
Ja, ist immer ein bisschen blöd, ne? In dem Fall hast du ja nicht mal... Naja, ist egal. Okay. Ist halt nur so, man weiß nicht, worauf man sich konzentrieren soll. Soll man lesen oder zuhören? Ja. Das, was Sam sagte, ist ja auch nicht so unwichtig. Und wiederholen kannst du es halt nicht. Nee. Habe ich mich nicht gemeldet. Nun ja. In dem Fall nicht. Vieles kann man wiederholen, aber... Das wollten wir zur Hyperion, richtig? Ja. Da kann ich jetzt mal... Buch. Hier war das. Jawohl. Müssen wir wohl zum Habitationsdeck. Ich drücke immer so vorschnell, aber in dem Fall war es sogar richtig. Ehemalige Sicherheitschefin an der Meuterei beteiligt. Ermittlungen haben ergeben, dass die ehemalige Leiterin der Nexus-Sicherheit, Sloan Kelly, an dem Aufstand beteiligt war, der Dutzende Opfer gefordert hatte. Die Initiative hat die Exilanten, unter ihnen auch Kelly, inzwischen auf Kedera aufgespürt. Einem Ödnisplaneten im Govorkam-System. Das sind Tan, doch Nachrichten der von vorgestern, bezog Mensch. Zu den Neuigkeiten, die Sonnenlichtlampe sie dann einigen Quartiere der Nexus werden. Lassen Sie mich das mit aller Nachdrücklichkeit sein. Hoffnungsschimmer für alle. Gefährlich. Durch den Sauerbetrieb und den Stahl. Das war eine aktuellste Neuigkeit. Ja. So viele Neuigkeiten, immer alle durcheinander. So, Sam, erzähl mal. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Spiel ab. Genau. Sehen wir sie uns an. Moment, es gibt eine zusätzliche Sicherheitsebene. Hä? Was hat Gene Garson gleich nochmal gesagt? Das Codewort lautet Fulcrum? Es hat funktioniert. Das ist die letzte Erinnerung, die Ihr Vater verschlüsselt hat, aus der letzten Planungsphase für die Abreise der Hyperion. Kestis, danke für den Anruf. Nicht viele geben noch zu, mich zu kennen. Ich schulde dir was, wir hatten gute Zeiten auf der Citadel. Mein Sohn Garrus arbeitet jetzt dort, C-Sicherheit. Und? Er sagt, der Rat hält Commander Shepherds Geschichte für Schwindel. Aha. Aber? Privat sind sie da angeblich nicht so sicher. Diese Bedrohung, die heißen Reaper? Shepard nennt sie so. Es geht um einen Zyklus, ein Massensterben, das alle 50.000 Jahre passiert, galaxieweit. Und angeblich soll bald wieder der Wecker klingeln. Unglaublich. Ich weiß. Aber Garrus hat gesagt, dass Shepard total vernünftig ist. So wie du. Ein N7. Wenn der Commander also sagt, dass diese Reaper kommen, dann will ich nicht dabei sein. Danke, Kestis. Mach's gut. Ja. Ich habe mich umgehört. Könnte was dran sein. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, wird es einen Ressourcenbedarf geben wie noch nie zuvor. Das Chaos wird gigantisch sein. Wir sollten den Zeitplan beschleunigen. Aber ohne den Grund zu verraten. Bloß keine Unruhe. Die Archen müssen unterwegs sein, bevor der Kampf beginnt. Wir dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Richtig. Ist noch etwas? Sie sprachen schon vor Jahren von Rettung für viele. Sie wussten, was kommt. Ich wusste, dass etwas kommt. Theoretisch. Durch Shepard wurde es real. Jetzt, da Sie recht behalten haben? Brauchen wir eine neue Heimat. Wir werden alles sein, was von der Zivilisation übrig bleibt. Sam. Ja, Pathfinder? Finde meine Kinder. Ich muss mit ihnen reden. Dringend. Und wie geht's Alan? Nach wie vor in Stase. Ihre Krankheit schaltet dadurch nicht weiter fort, wie erhofft. In Stase. Ihre Kapsel muss auf die Hyperion, unter falschem Namen. Ich sag's den Kindern, wenn die Zeit reif ist. So, so. Sam, übertrage den Pathfinder-Zugang. Erinnerungen verschlüsseln. Noch besteht Hoffnung für deine Mutter. Mom ist hier? Sie lebt?
Alec hat jede Kenntnis dieser Erinnerung blockiert. Ich weiß erst jetzt wieder, dass er befohlen hat, Ellen in Stase zu versetzen. Er hoffte dadurch, eine Verschlimmerung ihrer Krankheit aufzuhalten, bis eine Heilung möglich wäre. Tja. Das hätte niemals ein Geheimnis sein dürfen. Ihr Vater war gegen falsche Hoffnungen. Das ist der Grund, warum sie zum Pathfinder gemacht wurden, um dafür zu sorgen, dass sein Ansatz auch umgesetzt wird. Wo ist Mom jetzt? Hier auf der Hyperion. Ellen liegt in einer Stase-Kapsel unter dem falschen Namen Elizabeth Riley. Aber warum falsche Hoffnung? Ändert ja nichts. Es ist nach wie vor wie gehabt. Ja, eben. Sie liegt im Sterben und ist jetzt eben in Stase, aber damit hat sich ja nichts geändert. Na gut, fragen wir mal durch, Dads Plan und dann Reaper. Ja. Das war also Dads Plan. Alec konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Ellen gesund wird, nur um zu erfahren, dass sie gestorben sind. Er opferte sich selbst, um zu gewährleisten, dass sie und Scott eines Tages mit ihrer Mutter vereint werden. Außerdem war er besorgt, dass seine Informationen über die Reaper und den Wohltäter geheim blieben. Er vertraute ihnen dieses Wissen an. Weitere Logs mit relevanten Informationen sind jetzt in Alex' Quartier freigeschaltet. Das können wir uns mal anhören. Ja, das werden alles wir gleich klar. mal machen. Ich muss zu Mom. Weitere private Logs sind jetzt im Quartier ihres Vaters freigeschaltet. Genau. Mom wird nicht weglaufen, also gehen wir jetzt erstmal. Na klar. Mom wird nicht weglaufen. Das klingt. Nee, wenn sie in der Stase-Kapsel sitzt oder liegt. Wohl eher liegt. Ne? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Okay, ist das sowieso nur eins? Notfall in der Milchstraße. Wir sind soeben in Andromeda angekommen. Bevor der Rest der Hyperion aufwacht, habe ich überprüft, ob wir irgendwelche Signale aus der Milchstraße empfangen haben. Anscheinend ist sie irgendwann im Jahr 2186 komplett untergegangen. Wir sind gerade noch rechtzeitig rausgekommen. Commander Shepard hatte recht. Genau wie unser geheimnisvoller Wohltäter. Tja. Ja, dann kommen wir uns ja mal. Achso, auf der SOS der Turianer und so? Ja. Oder willst du erstmal denn? Alec, hier ist Gian Garson. Für die Akten, Jahr 2185. Es geht um Fulcrum. Ich bin auf der Nexus und wir gehen für die Reise in die Stase. Anscheinend schlafen sie schon. Ich bin sehr beunruhigt wegen unseres Wohltäters. Zumal wir immer noch nicht wissen, wer es ist. Und das Leben so vieler liegt in unserer Hand. Ich hätte früher etwas unternehmen sollen. Ich mache mir große Sorgen, Alec. Wir müssen reden, sobald sie Andromeda erreichen. Tja. Nachricht an Jean. Jean, ich habe Ihre Nachricht über Fulcrum erhalten. Wir haben jetzt 2819. Wir haben Andromeda erreicht, aber es gibt keine Anzeichen von der Nexus. Ich teile Ihre Befürchtungen. Höchstwahrscheinlich ist die Milchstraße. Also, dort ist etwas Schreckliches geschehen. Wenigstens das hat der Wohltäter uns erspart. Aber wozu das Versteckspiel? Irgendwas stimmt nicht. Aber wir haben im Moment dringlichere Probleme. Habitat 7 ist möglicherweise ein Fehlschlag. Im Moment zählt nur, dass wir ein Zuhause finden. Gut, andere Fragen? Pragmatisch. SOS der Turier, können wir mal anhören. Die anderen, die SOS der Turier. Ja. Hier spricht das Palavan-Oberkommando. An alle turianischen Einheiten in Reichweite. Katastrophaler Angriff der Reaper. Dramatisch für Gorion ist tot. Bodeneinheiten suchen den Nächsten in der Herrschaftsfolge. Werden Anweisungen erteilen, sobald alle runter! Das Personal der Allianz wird gebeten, sich für eine Notfall-Eilmeldung bereitzuhalten. Dies ist ein galaxieweiter Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Stephen Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Ich wiederhole, Angriff der Reaper läuft. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal Crimson Tessit. Der Himmel schütze uns.
Hallo, Alec. Hier ist Liara Tassoni. Und wir schreiben das Jahr 2186. Ich weiß nicht, ob Sie diese Nachricht überhaupt erhalten, aber wir haben vor einigen Jahren mal korrespondiert. Ich erinnere mich, dass Sie von einem Plan zur Ansiedlung in Andromeda sprachen. Ich weiß nicht, ob Ihre Schiffe es aus der Milchstraße rausgeschafft haben, aber hier ist etwas Furchtbares passiert. Ich bin bei Commander Shepard und einer tapferen Crew. Wir versuchen, eine Waffe zu bauen, um das Ruder doch noch herumzureißen, aber ich fürchte die Zivilisation, wie Sie sie kannten. Die Bevölkerung der Milchstraße, wie Sie sie kannten, könnte endgültig untergehen. Sie sind möglicherweise alles, was übrig bleibt. Bitte vergessen Sie uns nicht. Bewahren Sie uns in Ihren Herzen und berichten Sie Ihren Kindern von den Wundern, die es einst gab. Im Namen der Crew der Normandy SR2. Hier spricht Dr. Liara Tassoni. Ende der Nachricht. Ich sichere diese Berichte aus der Milchstraße. Es ist die einzige Kopie und ich will nicht, dass es bekannt wird. Was immer auch passiert ist, es war vor 600 Jahren. Eines Tages sagen wir es vielleicht allen, wenn der Zeitpunkt stimmt. Ich denke, wir wussten immer, dass es kein Zurück gibt. Na gut. Das haben wir ja schon vermutet, beziehungsweise die Leute, die ja die ersten drei Teile gespielt haben, die wissen das ja. Wie wär's mal mit dem Kaffee? Ja. Wo war der Kaffee? Kaffeemaschine, habe ich gerade gesehen. Hier war? Nicht? Na hier, ach, da ist sie ja. Riesig groß. Los, mach Kaffee. Irgendwo sieht die so altmodisch aus, oder? Die Kaffeemaschine, ja, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Na gut, wir hören jetzt auf. Die Zeit ist erreicht. Ja. Und in der nächsten Woche, ich weiß ja nicht, was wir dann machen. Was machen wir dann eigentlich? Wir müssen nach Volt wahrscheinlich gehen, die Sache mit den Shuttles irgendwie machen. Ja, und die, genau. Und was du jetzt mit deiner Mutter machst. Die Aufgabe war ja noch offen. Also, geht der Rider mit und wir müssen noch nach Eos. Genau. Ja, also auf jeden Fall die beiden. Und Gitter Rider muss sich ja jetzt nicht um ihre Mutter kümmern, oder? Ihre Mom. Ja, da werden wir zuerst mal hingehen und mal mit Brüderchen quatschen. Ja. Das werden wir zuerst machen. Okay. Genau. Okay, bis dann. Bis ja. dann. Ciao. Tschüss.